Ja, Leute, und damit ein herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. War jetzt etwas beschäftigt wegen der Umschulung. Wieso Wachturm? Nein, 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 nein. Na. Da waren meine Hände mal wieder schneller als alles andere. Wir machen heute mal wieder an Skyrim weiter. Heute geht es mal speziell um Jorvaskr nochmal, da sollen wir uns ja jetzt hinbegeben und danach könnten wir in Weißlauf gleich noch die Rotwadrone machen. Ekelhaft, wenn man das Zelt gerade erst frisch aufgemacht hat. Kohlensäure, das ist bah. Boah, die haut so rein, die Kohlensäure. So. Wollen wir mal gucken. Die anderen haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kotlaks Begräbnis abgeschlossen. Ja, richtig, deswegen begebe ich mich da jetzt auch hin. Komm, wir gehen einfach nochmal rein. Mal rüber. Im Normalfall müsste er oben sein. Wer wird beginnen? Ich mache es. Im Scheine der uralten Flamme trauern wir. Ob dieses Verlustes weinen wir. Für die Gefallenen. Schreien wir. Und für uns nehmen wir Abschied. Ein Begräbnis, das denen der Wikinger doch sehr ähnelt. Im Feuer natürlich jetzt nicht, auf dem Wasser, wir sind jetzt hier nicht bei den Wikingern, aber es ähnelt dem der Wikinger auf jeden Fall. Mitglieder des Zirkels, wir ziehen uns in die Tiefenschmiede zurück, wo wir ein letztes Mal zusammen trauern. Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wutrath? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Jetzt redet doch nicht so blumig, Junge. Natürlich möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Und der wäre? Kotlak stets wie seinen Augapfel gehütet hat. Würdet ihr seine Gemächer aufsuchen und es mir bringen? Ich denke nicht, dass ich der Beste bin, um seine Sachen zu durchwühlen. Ich weiß es zu schätzen. Es ist natürlich hart, dass er jetzt gestorben ist und das als Werwolf oder als er noch den Werwolf in sich hatte. Wir sind ja eigentlich losgezogen, um den Kopf einer Hexe zu besorgen, damit er in Ruhe sterben kann und den Himmel für ihn kommt, für ihm, dem Himmel. Das sind ja alles mehr oder weniger Glaubensfragen, wenn man das mal genau nimmt. Und jetzt ist er doch als Werwolf gestorben. Auch nicht gerade geil. Warte mal, ist er sowieso jetzt. Nein, ist noch kein derisches Herz wieder gespielt. So. Ja, das ist halt schon ein bisschen hart, ne? Muss man halt einfach mal so sagen. Ja, genau dasselbe, wenn man sagt, man möchte eigentlich nicht begraben werden, sondern verbrannt werden oder wie auch immer. Und im Endeffekt wird es doch anders gemacht, als man es wollte. Klar, letzter Wille und so, und das kann man ja auch im Testament festhalten, ob man verbrannt werden will oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Er schmiedet einfach weiter, während er hier noch verbrennt. Ja, moin.
Das wird krass. Ihr seid zurück. Ich habe das Fragment von Kotlak. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. So, jetzt soll ich in den Zirkel treffen. So, ab in die Tiefenschmiede, mal gucken, was die jetzt überhaupt wollen. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Wilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Jetzt hört er es wieder. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerecht. Kotlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kotlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Die Einstellung ist natürlich gut. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kotlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrad nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Das? Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserem Schildbruder hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kotlaks werden die Wiedergeburt von Wutrad befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrad in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Iskramor aufzubrechen. Für Kotlak. Er hatte absolut recht. So, wir haben jetzt Wutrad bekommen und sollen natürlich seine Seele bereinigen, nenne ich das jetzt einfach mal. Besonders tödlich bei Elfen, Wutrad. Sieht aus wie fast jede herkömmliche Waffe, aber ne? So. Bevor wir jetzt aber uns überhaupt auf den Weg machen, werden wir jetzt erstmal. Das ist eigentlich eine ganz schöne Ecke, wenn ich mich nicht täusche. Ups. Ja, da oben. Ne, braucht man nicht als Markierung. Wir gehen jetzt erstmal die Rotwadronen suchen. So. Sie müsste in der befleckten Möhre sein, oder wie das Ding hieß. Wo das jetzt genau war, muss ich jetzt erstmal gucken, weil ich hier komplett durcheinander komme. Irgendwo da lang. Da müsste die irgendwo sein. Woher ich das weiß, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, da brauchen wir jetzt nicht 3 Jahre suchen. Ja genau, die beflackte Möhre heißt es. Hier müsste sie sein. Das ist ja eine Rotwadronen, die erkennt man an der dunklen Hautfarbe oder die Rotwadronen. Rotwadronen, nicht Nin. Also Rotwadronen sind allgemein eher dunkelhäutig. Hier ist er doch. Die Sadia. Ja? Wusstet ihr, dass ein paar Alikir-Krieger nach einer Rotwadrone suchen? Seid ihr sicher? Ja, bestimmt. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter 4 Augen sprechen. Ich glaube, jetzt geht's nach oben, wenn ich mich nicht täusche. Kommt mit mir. Also, wir können uns jetzt entscheiden. Entweder machen wir das Quatsch mal mit ihr oder gehen zu den Alikir und sagen ihr, wo es ist. Aber ich helfe ihr jetzt. Weil ich cool bin. Arbeitet ihr mit ihnen zusammen?
Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Okay, mach das. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Beruhigt euch, ich will euch nichts tun. Und das ist ihre Antwort dazu. Okay. Was wollt ihr denn, hm? Ich bin nicht die, für die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerkamp. Ah, stimmt. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfeld zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Wie soll ich sie loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte. Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Hm. Warum sind sie denn überhaupt hinter euch hinterher? Ich weiß es nicht genau. Ich habe öffentlich den Altmeri-Bund kritisiert. Ich vermute, darum wurden diese Männer angeheuert, um mich zur Strecke zu bringen. Okay. Glaubt ihr, ich würde mich verstecken, wenn ich den Stadtwachen zutrauen würde, dass sie damit fertig werden? Diese Männer sind skrupellos, gerissen, hinterlistig. Sie bestechen, wen sie können. Ich kann ihr in Weißlauf einfach niemandem vertrauen. Wächter und Jarl können gekauft werden. Und die Alikir sind nahe. Mir wird die Zeit knapp. Also habe ich mich entschlossen, euch zu vertrauen. Okay, gut. Dann werden wir jetzt mal ins Gefängnis gehen. Ja, ich soll erst kommen, wenn die Alikir tot sind. Gut, danke. Du machst gar nichts und ich darf alles für dich tun. Na, sicherlich. So wie immer. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hoch zur Drachenfeste. Ja. Das Gefängnis müsste... Das ist ein Weißlauf gewesen, rechts von der Festung. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Ich glaube ja. Wo kommen diese Vampire her? Wir müssen sie ausrotten, bevor sie noch mehr Unheil anrichten. Ich bin der Meinung, dass es hier irgendwo war. Da hinten. Ja, drachenfeste Kerker. Gut. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? So. Hallo? Habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. So werden wir übrigens jetzt immer angequatscht. Ich wette, dass ihr diese widerlichen Hexen zur Strecke gebracht. Wegen. Gut gemacht, Gefährte. Wegen der im Werwolfblut. Ist tot. Nein. Wo ist denn der? Nee. So, da ist auf jeden Fall schon mal niemand. Hä? Hab irgendwie was verpasst? Wartet! Ich kenne euch. Ihr begeht einen Fehler. Der einzige Fehler war, dass ihr euer Gesicht gezeigt habt. Ihr habt Straftaten gegen Himmelsrand und sein Volk begangen. Und es ist an der Zeit, euch vor dem Jarl zu verantworten. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Ich habe gar nichts gemacht. Oh, okay. Wo ist denn jetzt zum... Bums nochmal. Okay. Wo ist denn der Affe? Ihr wart das, oder? Ich hätte es wissen müssen. Und jetzt seht mich an. Ihr habt einen Unschuldigen ins Gefängnis geschickt.
schicken. Ich. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Ah, hier ist er doch. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kimato finden. Wo versteckt er sich, hm? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Was brauchst du denn? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben. Ich glaube, ich konnte ihn freikaufen. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Wie hoch ist eure Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Mhm, bis zum nächsten Mal. Ihr mögt Pfeil und Bogen. Ich möchte die Strafe des Gefangenen bezahlen. Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Ey! Komm mal her! Danke. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein könnten. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Hab ich doch schon. Euer Bußgeld wurde bezahlt. Jetzt erzählt ihr mir von Kematu. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem, nicht meines. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich... Ja gut, ich mach's. Lasst sie nur kommen. Schließ auf, ich mach ihn kalt. Meine Schlüssel verloren zu haben. Könnte eine Weile dauern, sie wiederzufinden. Bleibt einfach hier. Ich werde mich schon darum kümmern. Seid verflucht. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Früher, ich grüße euch. Ja, schon klar, aber Könntet ihr mir nicht ein warmes Bett herbeizaubern? Passt doch auf euch auf, oder? Jetzt macht doch da die Tür auf, ich will den killen. Mache. Alles in Ordnung? So gut. Ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Nein. Mensch. Danke. Funktioniert denn nicht mal? Ist das Fell, das euch da aus den Ohren wächst? Lass das sein! Mensch, Junge, ich will den da drin jetzt killen. Jetzt lass mich da rein. Was soll denn der Cake jetzt schon wieder? Das sehe ich jetzt absolut nicht ein. Den kill ich jetzt. Ich kann hier nicht mal durchschießen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht mal durchschießen. Ihr seid doch der von der Akademie. Hab schon von euch gehört. Einen Drachen in Drachenfeste einzufangen. Verdammt schlau. Mein Gott, ja Leute, in dem Sinne hat sich das heute erledigt, weil ihr seht, dass ich es nicht aufkriege. Warum zum Piss nochmal kriege ich hier die Tür nicht auf? Oder warte mal, war das vielleicht ein Hinweis, dass hier irgendwo ein Schlüssel rumgeiert? Oh, mal kurz.
Vielleicht liegt hier ja irgendwo ein Schlüssel rum. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Nee, ich tu bloß so. Weißt du? Mach ich ab und zu mal so. So ein Krug. Oh, danke. Sag mal, jetzt mal no joke. Wo ist denn der Schlüssel? Ja gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt einfach mal einen Cut. Könnte natürlich auch sein, dass es wieder ein Bug ist und ich den jetzt gar nicht killen kann. Wäre natürlich auch sehr, sehr Premium. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.